Seinen Vater Armin Laschet kennt in Deutschland spätestens seit dessen Kanzlerkandidatur wohl fast jeder. Doch auch Joe Laschet drängt nun ins Rampenlicht. Es war ein aufregendes Jahr für Familie Laschet. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet kandidierte als Kanzler und brachte so auch seine Familie in den Fokus der Öffentlichkeit. Sohn Joe, der bis dahin vor allem als Modeblogger in Erscheinung getreten war, erzählt RTL im Interview, wie er diese Zeit erlebt hat. Joe Laschet: Man fühlt sich wirklich ständig beobachtet, der Ton wurde damals schnell schärfer. Vor allem als Joe in den Verdacht der Vetternwirtschaft im Zusammenhang mit Maskendeals gerät. Worum es dabei genau ging, erfahren Sie im Video.